Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich gerne eine Technik vorstellen vom Rombo Ideus. Diese Technik wäre ich jetzt ein Zorn. Das kann man schauen, wenn man den Schürzengriff macht, dann sollte der Ellbogen eigentlich ganz locker da zur Linie runtergehen und das ist jetzt nicht der Fall. Und wenn ich da so ein bisschen schaue, da ist es auch ein bisschen verdickt, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Dass da nicht zu viel Zug drauf kommt, da aufs Schultergelenk, kann man das mit einem Handtuch unterlegen. Das schaut dann so aus, dann Schulter auf, genau, dann das Handtuch da unter dem Schultergelenk platzieren. Okay. Mit meinem linken Unterarm gehe ich da am Schulterblattrand entlang, modelliere ich mich da um und mit der anderen Hand fixiere ich sein Unterarm und da kann ich ihn ein bisschen justieren und immer schauen, dass man weich reingeht. Machen, mal einatmen, tief ein und in der Ausatmung aus die Schirme. Genau. Nehmen wir da entlang vom Schulterblattrand. Gut, dann lösen wir das Ganze wieder. Genau, ein bisschen durchlockern. Und dann schauen wir jetzt an, wie das Schulterblatt wie es jetzt fällt. Jetzt ist er auf dem Boden unten. Jetzt ziehe ich dann immer so ein bisschen nach, aber das ist eine ganz gute Technik, dass man einfach viele, die da im Bereich Schulterblatt Probleme haben, dass man Schulterblatt wirklich nach außen kriegt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!